Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu den Bodylife TV News. Heute im Programm: Interview mit Egbert Ganz, neuer Country Manager bei Life Fitness. Bodylife zu Gast beim ersten Fitness-Trendtag in Heiligendamm. Gym 80 eröffnet seinen neuen Showroom und WHL auf Snowbike-Tour in Lappland. Seit Januar gibt es mit Egbert Ganz bei Life Fitness einen neuen Country Manager. Bodylife-Chefredakteur Max Barth traf den neuen Mann für Deutschland, Österreich und die Schweiz zum Exklusivinterview. Gemeinsam mit EMEA-Vice-President Frank van der Veen sprach er über Konzepte, Ziele und Visionen. Wir befinden uns hier in der Zentrale von Life Fitness für den deutschsprachigen Raum in München. Das ist der Raum dann für Österreich, Schweiz und Deutschland natürlich. Und der Anlass ist, dass es einen neuen Country Manager für diesen Raum gibt. Es ist Herr Egbert Ganz, den wir hier gleich interviewen werden. Mit dabei ist auch der Herr, den man schon länger bei Life Fitness kennt, nämlich Herr Frank van der Veen. Er ist Vice President von EMEA. Das ist der Bereich bei Life Fitness für den Bereich Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Vielleicht würden Sie sich erst kurz beide vorstellen für unsere Zuschauer. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Egbert Ganz und wie Sie gerade eben gesagt haben, ich bin seit Januar der Country Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz für Life Fitness. Viele kennen Herrn van der Veen, aber vielleicht würden Sie sich auch noch mal kurz vorstellen. Mein Name ist Frank van der Veen, seit 96 bei Life Fitness und ich bin die Vice President für EMEA, das heißt Europa, Mittleren Osten und Afrika. Was bewegt Life Fitness dazu, einen Mann wie Herrn Ganz hier jetzt nach Deutschland in den deutschsprachigen Raum zu holen? Was sehr wichtig ist für uns, ist, dass wir eine Person finden, die genau matcht mit der Positionierung, die wir gerne möchten. Und was Egbert auch bei Henkel gemacht hat, ist gerade das, was wir auch machen möchten, unseren Kunden zu unterstützen, um mehr Erfolg zu haben. Und da gibt es allerhande, lass mal sagen, Software dazu, also Services, Training und allerhande Sachen. Und das hat Egbert auch gemacht beim Henkel. Und deshalb war das für uns sehr interessant. Sie kommen hierher zu einem sehr international aufgestellten Unternehmen. Die Internationalität war aber, Sie haben es gerade eben gesagt, durchaus eben auch Thema der letzten Jahre. Was nehmen Sie da mit an Know-how, an Gedankengut, was Sie hier im deutschsprachigen Raum jetzt bei Life Fitness mit einbringen können? Gut, offensichtlich stehe ich in den Anfängen oder an den Anfängen, aber in unseren Gesprächen, die Frank und ich vorher gehabt haben, haben wir festgestellt, dass in dem Bereich, in dem ich tätig gewesen bin, es A, auch ein Business-to-Business, grundsätzlich Business-to-Business-Approach ist, mit einer Vielzahl an Kunden, größeren und kleinen Kunden, die aber sehr stark agieren müssen, um ihre Klientel zu halten und zu vergrößern. Und das sind Parallelitäten, die in beiden Geschäften vorhanden sind, im Kosmetikgeschäft wie auch in dem Fitnessgeschäft. Das ausführliche Interview finden Sie in der nächsten Ausgabe der Bodylife sowie ab dem 28. Februar auf dieser Seite in unserem Web-TV-Archiv. Am 24. und 25. Januar stellte das Hamburger Ausbildungsinstitut Meridian Academy beim ersten Fitness-Trendtag die neuen Bewegungskonzepte für 2009 vor. Exklusiver hätte die Location kaum sein können. Das Kempinski Grand Hotel in Heiligendamm war Austragungsort des ersten Fitness-Trendtages von Meridian. Insgesamt 12 Journalisten bedeutender deutscher Fitnessmagazine lud das Hamburger Ausbildungsinstitut in die exklusive Luxusherberge an der Ostsee, um die neuen Workout-Trends in Theorie und Praxis zu testen. Im Mittelpunkt standen drei neue Fitnesskonzepte: das Konzentrationstraining Body and Brain von Martina Mittag, das gesundheitsorientierte Bewegungsprogramm Medical Move von Anja Blaku sowie der Body and Mind Newcomer Shiatsu Gym von Melanie Heiming. Allen drei Konzepten sagt Ausbildungsleiter Michael Kahl ein hohes Trendpotenzial voraus. Wir haben die Trends Body and Brain, Shiatsu Gym und Medical Move deswegen ausgewählt, weil wir davon ausgehen, dass die alle drei so aus dem Gymnastikbereich ein sehr großes Potenzial haben, um die Leute, sagen wir mal, den Leuten nutzbare Fitness zu vermitteln, also Fitness, die sie in den eigenen Arbeitsalltag, in den eigenen Alltag integrieren können. Und das auf sehr, sehr markante, prägnante Art und Weise. Das sind sehr interessante Ansätze. Auch Presenterin Anja Blaku ist von ihrem Medical Move überzeugt. Wir haben bei Medical Move einen Ansatz, der vielschichtig aufgebaut ist, sodass wir also für verschiedene Bereiche, Herz-Kreislauf, Rücken, Gelenke, Haltung, Rückenkraft, praktisch ein Trainingskonzept entwickelt haben, das alle Menschen brauchen, weil wir zu viele Defizite genau in diesen Bereichen zu verzeichnen haben. Wer den Newcomer einem persönlichen Workout-Test unterziehen möchte, sollte sich den 27. Juni vormerken.
Also nach ganz, ganz vielen Jahren werden wir unsere Conventions wieder aufnehmen. Wir hatten früher ein kleines Platzproblem im Haus, das haben wir jetzt lösen können. Und wir werden mit der nächsten Convention starten am 27. Juni wieder in Hamburg, Meridian Spa, Hamburg-Eppendorf. Wir können schon sagen, wer kommen wird. Franco Ferraro wird dabei sein, Doro Gira wird dabei sein, Danny Arnold, um ein paar große Namen zu nennen. Aber wir werden sicherlich auch die Trends, die wir hier auf dem Fitness-Trend-Tag präsentiert haben, wieder dabei haben und noch viele interessante Ansätze so aus dem Bereich Body-Mind, Gym, Dance und auch Step. Mehr über die drei neuen Bewegungskonzepte erfahren Sie in unserer nächsten Ausgabe. Gym 80, das Gelsenkirchener Traditionsunternehmen, legt seit jeher Wert auf Design und Style. Das merkte man auch an dem neuen Showroom, der Ende Januar eröffnet wurde. Bodylife war beim großen Opening dabei. Die von Kerzen erleuchtete Buddha-Statue im Zentrum des neuen Showrooms übertrug ihre fast greifbare Ruhe auf den ganzen Raum. Die 300 geladenen Gäste genossen dies offensichtlich. Im Eingangsbereich begrüßten die Gastgeber alle Besucher standesgemäß mit persönlichem Händedruck und einem fröhlichen Lachen. Also wir wollten gerade heute an diesem Abend unseren Kunden, Lieferanten, Freunden eine neue Welt präsentieren, die neue Welt von Gym 80. Ein Lebensgefühl, ein Teil von uns und möchten wieder sehr gerne inspirieren und unsere Gedanken und Gefühle einfach mitgeben. In seiner Ansprache berichtete Geschäftsführer Ari van Winkelhoff vom Werdegang der Firma, von Mitarbeitern und Kollegen und natürlich von den Zielen des Unternehmens, auch in Bezug auf den neuen Showroom. Was wir wollen, ist, dass die Leute, wenn die hier reinkommen, sich wohlfühlen und dass sie einfach ein Erlebnis haben, ein Erlebnis Gym 80, aber auch ein Erlebnis Gesundheit, sich wohlfühlen, einfach die Verbindung Körper, Geist, Seele. Am Tag nach der Eröffnung führte das Gym 80-Team die Gäste durch die Fertigungshallen. Besonders stolz war man auf die hohe Stabilität der verarbeiteten Bauteile. Das Besondere, wie wir schweißen, ist, dass wir die Rohre nicht stumpf aufschweißen, Rohr auf Rohr, sondern wir stecken das Rohr in Rohr rein, so wie man hier sieht, und verschweißen es dann. Da entsteht dadurch was? Was hat das für einen Zweck? Das hat eine wesentlich viel bessere Stabilisation der Rohre. Einen ausführlichen Bericht über den Event finden Sie in der März-Ausgabe der Fachzeitschrift Bodylife. Klare, kalte Polarnächte und atemberaubende Schneelandschaften. Das ist Lappland im Winter. Davon konnten sich Ende Januar die Teilnehmer der WHL Scooter Tour persönlich überzeugen. Auf der Gästeliste 18 Branchenvertreter, darunter Clubbetreiber und Vertreter der Industrie. Bei waghalsigen Aktionen erkundete Geschäftsführer Willi Herzer und seine Gäste per Motorschlitten die unberührten Weiten der finnischen Provinz. Am 27. Februar veranstaltet der Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenterverband, kurz SFGV, in Luzern seinen alljährlichen Verbandstag. Bereits im Vorfeld hatte Bodylife Swiss den stellvertretenden Vorsitzenden Roland Steiner zu den aktuellen Schwerpunkten der Verbandsaktivitäten befragt. Es ist so, dass wir jetzt neu den Auftrag bekommen haben vom Bundesamt für Berufsbildung und Technologie, dass wir diese Berufslehre machen können. Das bedeutet, dass wir jetzt eine durchlässige Ausbildung haben, von angefangen nach der Grundschule zu der Berufslehre. Wir haben dann das duale System, dass der Mitarbeiter im Betrieb arbeitet und dann eben in die Schule geht. Das nennen wir das duale System. Und anschließend hat er die Möglichkeit, dann sich weiterzubilden, und er kann dann den eidgenössischen Fachausweis machen. Das heißt heute Fitnessinstruktor mit eidgenössischem Fachausweis. Die Branche wird jetzt die Ausbildung so zusammenziehen können. Es wird neu heißen Bewegungs- und Gesundheitsfachleute in der Grundbildung. Und im Fachausweis wird es dann heißen Bewegungs- und Gesundheitsinstruktoren mit eidgenössischem Fachausweis. Anschließend daran wird nachher ein Diplom, ein Manager-Diplom, und dann kann man auch noch ein Bachelor oder ein Master machen. Also wir haben dann dieses durchgehende Bildungssystem. Wir haben in unserer Eingabe zu diesem Präventionsgesetz einen Antrag gestellt, dass die Leute, die sich gesundheitswirksam bewegen, dass die einen Bonus bekommen auf der Prämie in der Krankenversicherung. Und die Aktion Gesunde Schweiz möchte mit uns zusammen diese Initiative starten, wenn im Gesetz nicht entsprechend das aufgenommen wird. Man muss natürlich damit rechnen, oder auch bei allem Optimismus, dass das nicht aufgenommen wird, unser Antrag, und wir also entsprechend dann mit einer Initiative kommen, und die Aktion Gesunde und Bewegte Schweiz ist interessiert daran, mit uns zusammenzuarbeiten.
Das ausführliche Interview sowie das Programm und die Hallenpläne des SFGV-Tages finden Sie in der aktuellen Ausgabe der Bodylife Swiss sowie auf unserer Homepage unter www.bodylifeswiss.ch. Das waren die Bodylife TV News für dieses Mal. Die neue Ausgabe sehen Sie ab dem 4. März hier an dieser Stelle.